Guten Morgen vom Runenhexaltar. Heute möchte ich euch wieder einmal etwas von Tivas erzählen. Tivas, Tivas, Tyrsrune, die Rune des Kriegsgott Tyr, die Kriegerrune. Ich habe euch schon oft erzählt, was der Krieger im Germanischen ist. Das ist der Jäger, der Krieger, der Beschützer. Das ist der, der nach außen geht und sich durchsetzt. Aber das tut er immer nur für seine Überzeugungen. Das heißt, wenn du ein germanischer Anführer warst, dann musstest du wirklich deine Leute, die ja freie Menschen waren, musstest du wirklich überzeugen, damit sie mit dir zum Beispiel loszogen, um neues Land zu erkämpfen oder dergleichen. Damit sie mit dir loszogen, um eine große Jagd zu machen. Du musstest sie überzeugen, du musstest sie begeistern. Ja? Denn nur seinen Überzeugungen folgt der Krieger oder die Kriegerin. Und das ist ganz wichtig. Aber was gehört noch dazu? Die Kriegerkraft zu leben heißt auch, die Ziele, die man hat, diszipliniert zu verfolgen. Nicht aufzugeben. Wenn der Pfeil mal abgeschossen ist, dann ja, macht er keine Kurven, sondern der fliegt pfeilgrad, sagt man so in Bayern, ne? Pfeilgrad fliegt der aufs Ziel zu. Hat deine Kraft gereicht, das Ziel zu erreichen? Das liegt daran, ob du genug trainiert hast, ob du diszipliniert bist, ob du jeden Tag etwas dafür tust, dein Ziel zu erreichen. Oder ob du immer wieder sagst, naja, heute habe ich eigentlich keine Lust oder nee, heute habe ich Kopfweh und jetzt eigentlich nicht. Bedenke, eine Kriegerenergie bedeutet auch immer ganz viel, ja, Wissen sammeln, Training, Übung. Krieger wurden nicht einfach geboren. Das waren keine kleinen Babys mit Schwertern in den Händen oder Äxten oder Pfeil und Bogen, mit Durchsetzungskraft und ich traue mich alles Gefühlen. Das wird erst aus einem Menschen. Und es wird nur aus einem Menschen, wenn er die Kriegerenergie in sich zulässt und der aber auch Futter gibt, das heißt Aufmerksamkeit, das heißt mit Begeisterung und Überzeugung an Zielen dran zu sein und diszipliniert dafür zu sorgen, dass es immer weitergeht. Deswegen, wenn du den Krieger oder die Kriegerin in den Runen ziehst, ja, so als Tagesrune, dann ist es natürlich die Ansage, die Kämpfe, die du heute vor dir hast, wenn du sie ehrlich und gerecht führst, dann wirst du sie gewinnen, ja? Wenn du unehrlich bist oder ungerecht, achte es, denn dann wird sich Tivas, die Kriegerkraft, gegen dich wenden und du wirst verlieren. Und es kann natürlich und soll auch immer heißen, benimm dich wie ein Krieger heute. Das heißt nicht, dass du auf jeden draufkloppen sollst oder mit jedem wie doof diskutieren oder unbedingt dein Krempel da durchsetzen musst, das heißt es gar nicht unbedingt, sondern das heißt vielleicht auch einfach mal, setz dich hin und überleg, was willst du eigentlich? Und das verfolge dann. Wo ist deine Disziplin? Gib Gas. Ja? Trainiere. Werde zum Krieger, aber das passiert nicht, indem du auf dem Sofa hocken bleibst. Wo ist dein Ziel? Zielfindung. Wenn du also mit Tivas arbeitest, so arbeite nicht einfach mit dem Gefühl, ja, ich habe heute Kriegerkraft, cool. Oder, hoppala, da muss ich heute ein bisschen aufpassen, dass ich nicht irgendwie übers Ziel hinausschieße. Das schon auch. Aber ganz wichtig, bist du die Kriegerin oder der Krieger oder, ja, lätschst du durch die Gegend.
Heute hast du die Energie, es anzupacken. Heute hast du die Energie, dein Ziel anzugucken und wieder einen wichtigen und großen Schritt drauf zuzumachen. Und das solltest du jeden Tag tun, um deine Ziele zu erreichen. Jeden Tag ein Schritt. Tivas Energie ist Ausdauer, Kraft, Loyalität, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Durchsetzungsvermögen und Zielfindung. Ich wünsche euch einen zielgenauen Tag. Alles Liebe von der Runenhex. Wer mehr wissen möchte, der darf sich gern bei mir melden. Ich biete Runenfernkurse an, wo man ja über eine Rune zum Beispiel, wie Tivas hier, einen Monat lang etwas zu tun hat. Und zwar sehr, sehr tief, bis in die Magie hinein, in die Deutung hinein, in die Geschichte hinein. Alle Aspekte beleuchtet für einen Monat und dann weißt du, was los ist, wenn Tivas kommt. Alles Liebe von der Runenhex.